Auch der 22. Aktionstag Bildung der Industrie- und Handelskammer Dresden stand wieder ganz im Zeichen des Informierens und Ausprobierens. Über 170 Firmen und 500 Aussteller standen den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite. Die Suche nach einem passenden und attraktiven Beruf war für die jungen Besucherinnen und Besucher ein großes Thema. Insbesondere für jene, die bereits eine feste Vorstellung hatten. Ja, ich bin hierher gekommen, weil ich will auf jeden Fall für meinen Beruf später was Handwerkliches machen. Und meine Motivation war einfach, ein paar Flyer mitzunehmen, mich über den Job zu interessieren. Und ja. Mich hat sehr angesprochen, halt Polizei, also deswegen bin ich auch hier. Weil ich halt später Polizist werden will, gucke ich halt, habe mich halt informiert drüber. Ja, so. Alles sehr gut. Ich wollte was Soziales machen und ich dachte, vielleicht findet man hier viele Stände mit sozialem Bereich und ich wollte einfach mal schauen. Mit seinen ca. 3000 Besuchern bewies der Aktionstag, wie wichtig der Informationsaustausch zwischen den angehenden Auszubildenden und den Unternehmen ist. Insbesondere die Möglichkeiten der direkten Kontaktaufnahme zu den Besuchern und den daraus resultierenden Gesprächen mit den potenziellen Azubis schätzten die beteiligten Unternehmen sehr. Schwerpunkte waren dabei die möglichen Praktika, die individuellen Anforderungen und die Bewerbungsmodalitäten. Der Aktionstag Bildung ist für uns eine gute Gelegenheit, uns zu präsentieren. Es kommen sehr viele Jugendliche, die sich interessieren für eine Ausbildung, für ein Studium, für ein Praktikum. Und wir sind jedes Jahr hier und freuen uns. Für die Azubis sozusagen oder für die Bewerber ist es gut. Die haben hier die Möglichkeit, sich über viele verschiedene Berufsbilder zu informieren auf einer Stelle, beziehungsweise auch für das gleiche Berufsfeld verschiedene Unternehmen möglicherweise zu vergleichen. Und für die Aussteller, für uns als Aussteller ist es halt günstig, weil dadurch, dass es so groß ist, haben wir viele mögliche Bewerber, die halt hier auch vorbeikommen und können mehr Gespräche führen und mehr Azubis erreichen oder zukünftige Azubis erreichen, als wenn wir jetzt auf kleineren Veranstaltungen wären. Während der Veranstaltung konnten sich die Besucher über die Bildungsangebote der unterschiedlichsten Firmen informieren. Hierfür waren die Auszubildenden des zweiten und dritten Lehrjahres wichtige Vermittler und Ansprechpartner für die werdenden Azubis. Es ist sehr schön, dass sich so viele Leute informieren wollen, was sie mal machen wollen. Also ich finde das toll, dass da nicht mehr geachtet wird, was andere sagen oder was andere wollen, sondern dass sie sich selber informieren und wissen dann, in welche Richtung sie gehen wollen. Ein lebendiges Kennenlernen und viele informative Gespräche fanden im gesamten Gebäude der Industrie- und Handelskammer statt und prägten nachhaltig den 22. Aktionstag Bildung. Denn mit ca. 100 Ausbildungsberufen gelang es der Veranstaltung einmal mehr, einen breiten Bogen über insgesamt 9 Industriezweige zu spannen und ein umfangreiches Spektrum von Ausbildungsberufen vorzustellen. Auch die Reaktionen der Jugendlichen verdeutlichten den positiven Informationsaustausch und bestätigten allen Beteiligten einen erfolgreichen Tag. Ja, auf jeden Fall. Wir haben viele Eindrücke erlebt und einen Einblick in viele Firmen auch gefunden. Und war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ja, uns hat es sehr gut gefallen. Wir hatten viele Anfragen von interessierten Schülern und Jugendlichen. Und wir konnten hoffentlich alle gut beantworten und haben auch Interessenten für unsere Fernakademie gewonnen, sodass wir zufrieden von diesem Tag nach Hause gehen. 22. Aktionstag hier auf dem Gelände der Industrie- und Handelskammer Dresden. 170 Firmen, 500 Aussteller und über 3000 Besucher. Das ist ein Erfolg, den wir erhofft und mit dieser Hoffnung auch erfüllt gesehen haben. Uns freut das sehr. Und vielen Dank an alle ausstellende Firmen.